Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein umgebasteltes Buch für euch. Diesmal kein Vergissmeinnicht, sondern ein Gedenkemein. Das war eine kleine Sammlung mit erbaulichen Gedichten. Keine besonders guten Gedichte, muss ich dazu sagen. Das Buch war in einem mittleren Zustand, die Bindung ließ schon deutlich nach und es hatte sehr viel Stockflecken. Deswegen konnte ich das verantworten, ihm ein neues Leben zu geben. Ich bin aber im Kontext geblieben, werdet ihr gleich sehen. Das Vorsatzpapier war schon ziemlich fleckig, das habe ich mit ein bisschen dezenter Papierspitze, einem Blümchen und einem Schmetterling verdeckt. Die erste Doppelseite, ein illustriertes kleines Gedicht und auf der anderen Seite eine heilige Katharina, die ich aus einem alten Heiligenbild ausgeschnitten habe. Der Rest von den Bildchen war in einem so schlechten Zustand, dass es wirklich besser war, das abzuschneiden. Hier ein paar Blumen aus dem Heiligen Land. Eine tolle Verkaufsidee. Man besorgt sich ein paar gedruckte Kärtchen, presst Blumen, klebt die auf, kann die an Pilger verkaufen. Die haben dann ein schönes Andenken. Auf der anderen Seite ein Vogel, ein paar Schmetterlinge, ein Blümchen. Passt farblich schön zusammen. Hier wieder ein illustriertes Gedicht mit schönen Sonnenuntergangsfarben, die ich auf der anderen Seite mit den Schmetterlingen wiederholt habe. Eine besonders hübsche Doppelseite. Dann hier wieder ein Heiligenbildchen, in dem Fall von Sankt Wulfsindis, von der ich vorher auch noch nie was gehört hatte. Ich habe sie mit diesen beiden Vögelchen kombiniert, die farblich gut passen und neugierig zu ihr rüberschauen. Hier ein kleines Andenkenbildchen zur ersten Kommunion. Der Name war unten leider abgeschnitten oder abgerissen, deswegen habe ich da ein Schmetterling über die Bruchkante geklebt. Und auf dieser Seite, was nichts damit zu tun hatte, aber farblich schön aussah, ein kleiner Briefumschlag an ein Fräulein Anna Kreuzer bei Herrn Professor Sonntag, hier in der Erbprinzenstraße. Der Poststempel auf der Briefmarke war leider sehr dick und verlaufen, deswegen habe ich an der Stelle ein Schmetterling drüber geklebt. So sieht es schön aus. Wieder ein illustriertes Gedicht. Auf der anderen Seite ein Blumenstrauß, den ich aus dem Schutzumschlag ausgeschnitten habe. Sehr viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Wieder eine Doppelseite mit einem Heiligenbildchen. Dieses Mal von Maria Magdalena, die bekanntlich eine Sünderin war. Auf der Rückseite stand auch ein kleiner erbaulicher Text. Man möge doch bei Gelegenheit auch mal wieder für einen armen Sünder beten, zum Beispiel für einen aus der eigenen Verwandtschaft. Dieses Heiligenbildchen ist nicht auf Papier, sondern auf Zelluloid gedruckt. Das hat man früher gerne gemacht, weil Zelluloid damals als Kunststoff einfach der neueste Schrei war. Es war durchsichtig, es war was Besonderes. Sieht an sich auch ganz hübsch aus, hat nur den Nachteil, im Laufe der Jahrzehnte kommen da leicht Beschädigungen rein, weil das Material sehr brüchig ist. Auf der anderen Seite mit ein paar dezent farbigen Schmetterlingen kombiniert.
Hier wieder eine Illustration mit Rosen. Da habe ich auf dieser Seite ein Heiligenbildchen mit dem heiligen Herzen aufgeklebt. Und auch da die Rosen wieder drauf waren. Das war schon sehr fleckig, deswegen musste ich noch ein paar Schmetterlinge anbringen, um die Sache einigermaßen zu verdecken. Das Bildchen auf dieser Seite ist schon sehr vergilbt. Ich gehe davon aus, dass es ursprünglich mal weiß war. Denn auch hier sind wieder Vergissmeinnicht, die man aber kaum noch als blau erkennen kann. Auch das wieder aus Frankreich. Auf der anderen Seite mit einem Vogel, mit einem kleinen Goldfolienrahmen verziert. Das Gold bin ich übrigens gekommen, weil das Büchlein Goldschnitt hat. Immer hübsch. Und die letzte Seite mit zwei heiligen Bildern. Das hier ein ganz aktuelles von Ostern 2023 aus der Pfarrkirche in St. Blasien. Und auf dieser Seite in einem Täschchen, damit man die Rückseite auch erhalten hat. Ein sehr viel älteres Bildchen von 1929. Andenken an mein erstes heiliges Messopfer, Pfarrkirche zu St. Blasien. Am 17. März 1929, Matthäus Morath. Der Herr Morath war also der frisch gebackene Priester. Und St. Blasien und Blasiewald sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Ich fand es interessant, wenn man sich diesen Christus anschaut und den Christus auf diesem Bild, sieht man doch, dass die stilistisch sehr, sehr ähnlich sind. Und wie sich herausstellt, wenn man hier unten genau hinschaut, sieht man ein kleines KB 29. Und dieses Bildchen habe ich auch nochmal komplett. Kann man sehen, gedruckt vom Beurener Kunstverlag, der ganz bestimmt identisch ist mit dem Kunstverlag Beuron, wie er früher hieß. Das heißt, in St. Blasien und Blasiewald schätzt man nach wie vor die Beuroner Kunstschule, eine Kunstrichtung, die sich im Jugendstil der Aufgabe verschrieben hat, die byzantinische Kunst in einer moderneren Fassung wieder aufleben zu lassen. Sehr schön, finde ich. Tolle Farben. Sehr elegant. Das war mein kleines Büchlein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.